Da bin ich nun, sitzend in diesem dreckigen Rattenloch und ich warte. Ja, auf was eigentlich? Auf die Freiheit und den Frieden? Oder auf den Tod? Jedenfalls ist es draußen ziemlich ungemütlich geworden und die Städte, die einst unsere Welt durch ihre Lebendigkeit und Vielfalt prägten, sind nun wie ausgeräuchert. Und wie ich hierher gekommen bin? Es geschah vor 8 Tagen auf einen Mann und 2 meiner Männer waren mit dabei. Hey, habt ihr Michael Brandon gesehen? Brandon? Nee, den kennen wir nicht, sorry. Sie sind Michael Brandon? Ja, das bin ich. Marine? Oh, entschuldigen Sie, Sir. Ich habe etwas herumgeträumt. Schon okay. Wollen Sie nicht von dort runterkommen? Na sicher, Sir. So, da bin ich. Sie sind Chris Hunter? Ja, so sieht's aus, Sir. Gut, dann werden wir ja kommen. Du bist der Chris Hunter? Der aus Winfield, Texas? Ja, ganz recht. Wieso? Na, ich bin es. Michael. Michael Brandon, von früher. Was, du? Wie abgefahren ist das denn bitte? Wie geht's dir? Alles bestens. Dir wohl auch, wenn ich dich so sehe und höre. Ja, jetzt erst recht. Tut mir leid, meine Herren, aber eure Konversation müsst ihr später fortführen. Auf dem Weg hierher wurden mir die Einsatzbefehle aufs PDA geschickt. Da wir hier am Arsch der Heide sind und ich der Ranghöchste bin, werde ich die Einsatzbesprechung leiten. Okay, und wann beginnt sie? Sie hat vor 20 Sekunden begonnen. Was? Das ist doch keine... Ich weiß, aber was nutzt es uns, wenn die Welt vom Abgrund steht und ich sie voll quatsche? Also, wir haben die Paracel Islands verloren. Was? Die sollen uns doch Schutz geben und nun sind sie unter feindlichem Boden? Das ist nicht das größte Problem. Viel schlimmer ist, dass, wie Sie ja wissen, wir hier in dieser Gegend unterbesetzt sind. Unser Auftrag besteht darin, die Hauptinsel dieser Kette zu infiltrieren und das Kommunikationsrelais zum Laufen zu bringen. Ein Auftrag wie jeder andere. Okay, und abgesehen davon, dass wir die Inseln brauchen, was nutzt uns die dortige Anlage? Wir besitzen doch noch selbst genügend solcher Geräte, um uns zu verständigen und um den Feind auszuspähen. Mir wurde aus Geheimhaltungsgründen nichts gesagt. Es hat irgendwas mit den Russen zu tun und wir benötigen vorerst weitere Informationen. Wonach genau gesucht wird und wofür wir es gebrauchen, ist streng geheim, Achtung! Denn... Feind gesichtet! Sie kommen mit ab! Los, alle gefechtsbereit machen! Wir müssen schleunigst hier weg. Ich gebe Ihnen Deckung und zieht auch mit dem Jeep unter dem Dach auf 3 Uhr. Verstanden? Ja, Sir! Auf mein Zeichen. Jetzt! Schick dich! Reichen Sie ein! Na los!
Ach, verdammt. Und was machen wir jetzt, Lieutenant? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir warten hier und hoffen, dass kein Gegner uns sieht, was aber unwahrscheinlich ist, oder wir fahren weiter, machen einen auf Risiko und beten zu Gott, dass wir es hier rausschaffen. Wie wäre es, wenn wir uns verkleiden wie die Gegner, schnappen uns einen chinesischen Jeep und fahren damit mehr oder weniger unbemerkt an den Gegnern vorbei? Ist das Ihr Ernst? Haben Sie vielleicht einen kompetenten Vorschlag? Ich bin für die Risikovariante. Okay, dann würde ich sagen, wir fahren weiter und dieses Mal sitze ich am Steuer. Ich habe das Auto doch nur vorsichtig berührt. Wir haben den auch zu Hause. Du streichelst Autos? Was? Nein, also... Na, ganz klasse, Jungs. Los, steigt ein. Shit, 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 shit! Fahr doch schneller! Geht verdammt nochmal nicht schneller. Scheiße, Mann, der hat uns doch gleich! Eine Drehung. Ich und mein Baby bringen es zu Ende. Was? Machen Sie es. Alles oder nichts. Das war einfach unglaublich, wie du den Piloten in dieser Situation ausgeschaltet hast. Nicht umsonst ist er der beste Scharfschütze des USMC. Ach, war doch ein Klacks. Als ob, Chris. Mist. Ausgerechnet jetzt. Jetzt sitzen wir genau auf dem Präsentierteller. Hört ihr das? Das ist ein RHIB-Boat. Mit einem Viertakt-Innenborder und rund 60 PS auf den Kolben. Und der hört sich nicht gerade amerikanisch an. Ah, da ist mein alter Kumpel. Der weiß alles. Okay, Marines. Der Feind wird bald hier eintreffen und Jagd auf uns machen. Wir werden uns aufteilen und auf mein Zeichen schalten wir sie mit unseren schallgedämpften Handfeuerwaffen aus. Soweit klar? Verstanden. Ja, Sir. Feuer! Brandon? Ja, Lieutenant? Ihr Vorschlag von vorhin, ich denke, der ist gar nicht so dumm. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Los, wir bringen die Leichen ins Haus und ziehen uns um. Oh mein Gott. Mann, die Kleidung kratzt wie Sau. Je schneller Sie sich umziehen, desto schneller sind wir mit der ganzen Sache fertig. Und ich kann nach Hause zu meiner Frau und meinen Kindern. Sie haben Kinder? Ja, zwei. Mein 8-jährigen Sohn und meine kleine Prinzessin, wie meine Frau immer sagt. Wenn der Krieg vorbei ist und der ganze andere Scheiß, dann gehe ich frühzeitig in den Ruhestand und habe Zeit für meine Familie. Das sind schöne Zukunftspläne. Und bis es soweit ist, kämpfen wir drei erfolgreich Seite an Seite. So, da bin ich. Okay. Gut, mein Plan ist folgender. Wir gehen zum Hotel The Gold Coast und rücken von hinten ein. Wir werden einen Aufzug auffinden, damit wir aufs Dach kommen. Dort angekommen werden wir eine Handfackel zünden. Vorher versuchen wir noch einmal eine Kontaktaufnahme mit unseren Verbündeten. Schließlich muss uns hier jemand rausholen. Der Feind wird uns doch bemerken. Wieso sollten die uns hier rausholen, wenn wir mitten im feindlichen Gebiet hocken? Der Grund sind wir. Sie brauchen uns. Dann lasst uns gehen. Ich gehe voran. Sie, Brennan, übernehmen die Mitte und Hunter, Sie halten uns den Rücken frei. Los. Wie ich vorhin feststellen konnte, kennt ihr beiden euch schon? Ja, wir waren früher unzertrennlich. Von klein an kennen wir uns und wir haben damals viel Zeit miteinander verbracht. Ich weiß noch, als wir anfingen, Soldaten zu spielen. Du warst immer der Scharfschütze und ich der über alle Kriegsmaschinerie Bescheid wusste.
da mein Vater sehr aktiv in der Armee war und er mir alles erzählte. Ist er noch beim Militär tätig oder bereits im Ruhestand? Weder noch. Mein Vater starb im Krankenhaus, als ich 13 war. Durch schwerste Verletzungen im Brustbereich, nachdem eine SU-35 ihn erwischte. Oh, es tut mir leid. Wie dem auch sei, als wir fertig mit der Schule waren, trennten sich einfach die Wege. Damals kaum vorstellbar, aber so war es. Umso größer war dafür heute die Freude, sich wiederzusehen. Oh ja. Achtung, Jungs. Unauffällig bleiben. Dieses Spielchen sollen wir nur die ganze Zeit durchziehen. Wir haben es doch fast geschafft. Ja, aber auch nur, wenn wir abgeholt werden. Geschweige denn, wir können niemanden kontaktieren. Nur die Ruhe. Na super. Es wird wohl noch einen Aufzug geben, um aufs Dach zu kommen. C40, 抓好! Fuck, ich denke, unsere Tarnung ist aufgeflogen. Okay, Hunter. Sie übernehmen die Rückendeckung. Brennan, Sie sichern meine linke Flanke. Feindkontakt melden und bekämpfen. Kontakt auf 2 Uhr, erste Etage. Fuck. Kommt, weiter. Kontakt! Haupteingang! Kommen Sie! Brandon, gibt es eine Möglichkeit, den Fahrstuhl fahruntüchtig zu machen? Na sicher! Dann machen Sie das. Sofort. Wird gemacht, Sir. Hunter, Sie beobachten die Gegend und ich versuche, Kontakt aufzunehmen. Komm schon. Na, komm schon. Hier spricht Captain Aiden Gear, Kommandant des Flugzeugträgers USS Victory von der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika. Mit wem spreche ich und wo befinden Sie sich? Mein Name ist Lieutenant Evan Durant und ich befinde mich mit 2 Kameraden auf dem Dach des Hotels The Gold Coast im südlichen Teil von Hainan, Nähe der Küste. Wir bitten um Evakuierung. Wir haben schon eine Meldung von der dortigen Situation erhalten und wir sind unmittelbar auf dem Weg zu Ihnen. Ein Vanem wird Sie dort rausholen. Okay, wir werden mit Handfackeln unseren Standort signalisieren und bitte sagen Sie dem Piloten, dass er nach 3 Marines in chinesischer Uniform Ausschau hält. Erklären kann ich Ihnen das gerne später. Ich habe verstanden. Ein Vanem ist schon auf dem Weg zu Ihnen. Halten Sie durch. Over. Hunter, geben Sie mir eine Handfackel. Wir beide zünden jeweils ein. So, alles erledigt. Sehr gut. Der Helikopter kommt gleich. Bleibt nur zu hoffen, dass alles rund läuft. Hey, da hinten kommt er. Wir wollen das Haus zum Einsturz bringen. Na los, kommt hierher, beeilt euch!
Die Fackeln zünden! Werden Sie da rausholen, Lieutenant.